Endlich wissen wir, was Raven Software gemeint hat, als sie gesagt haben, dass uns mit Season 4 die größten Map-Veränderungen an Caldera bisher erwarten. Es wird wirklich einiges gemacht, uns erwartet Caldera 2.0, kann man schon fast sagen. Die ganzen Änderungen gehen auch direkt mit Season 4 Start live und Season 4 startet am 22. Juni, kommenden Mittwoch. Das heißt, wir müssen auch nicht mehr lange warten. Und was wir bekommen, sind zum einen neue Orte zum Looten. Einige Orte werden auch umgebaut und ein bisschen erweitert. Es wird an einer Stelle sogar ein Ort aus Verdansk zurückkommen, was ziemlich verrückt ist. Dann wird es neue Söldner-Untergrundressore geben, Orte mit gutem Loot. Passend so ein bisschen zum Thema von Season 4, Söldner des Glückes heißt der Season 4. Und dann wird auf komplett Caldera ein bisschen was an den Pflanzen gemacht. Und zwar bekommen wir 50% weniger Pflanzen, Büsche und Bäume. Was natürlich für eine bessere Sichtbarkeit sorgt und Caldera schon stark umkrempeln wird. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die sich auf jeden Fall viele von uns gewünscht haben. Bin ich sehr gespannt drauf. Die ganzen Pflanzen, Bäume, Büsche und so weiter werden auch nicht einfach verschwinden. Da gibt es eine kleine Geschichte in Anführungszeichen. Und zwar ist es so, dass Caldera grundsätzlich ausgetrocknet ist mit Season 4, was sich auch an anderen Stellen bemerkbar macht. Und zwar gibt es ganz viele Flüsse und Wasserstellen, die aktuell noch existieren, die nicht mehr existieren mit Season 4. Ihr seht im Hintergrund gerade eine Karte und überall, wo ich einen gelben Kringel außenrum gemacht habe, gibt es aktuell ein bisschen Wasser oder einen Fluss. Und diese ganzen Flüsse werden eben nicht mehr am Start sein. Da gibt es jetzt dann einfach nur noch trockene Flussbette. Und dadurch, dass das Wasser fehlt auf Caldera, gibt es natürlich weniger Pflanzen. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Wenn ihr noch andere Stellen gefunden habt, wo es gerade Wasser gibt, wo es jetzt dann hier kein Wasser mehr gibt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, das ist im Großen und Ganzen alles. Und es gibt noch ein paar Stellen, wo Wasser existiert. Zum Beispiel auf dem Berg oberhalb von Fields. Da wird es noch Wasser geben. Also überall wird es nicht verschwinden, aber fast überall. Richtig verrückt und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, ist, dass ein Ort aus Verdansk zurückkommt. Und zwar Storage Town. Und Storage Town wird einfach die Ruinen ersetzen. Ein kleines bisschen was wurde verändert, so ein paar Kisten wurden ein bisschen umgestellt oder ein paar Garagen wurden verschoben. Im Großen und Ganzen ist das aber noch Storage Town, das wir kennen aus Verdansk. Und das war immer ein verrückter Ort. Und das ist schon irgendwie eine coole Sache. Und Ruinen, ja, ich glaube, keiner wird Ruinen vermissen. Wirklich oft ist man da nicht gelandet und dementsprechend macht schon Sinn, wenn da jetzt irgendwie was dazukommt, was Spaß gemacht hat. Ich habe bis jetzt irgendwie überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, dass man ja auch einfach alte Orte von Verdansk zurückbringen kann, weil Verdansk war auf jeden Fall nicht perfekt, aber es gab einfach ein paar schöne Orte. Und wenn da vielleicht noch mehr dazu kommt in der nächsten Zeit, würde ich mich tatsächlich nicht beschweren. Und falls ihr euch einen Ort aussuchen könntet, der von Verdansk zu Caldera kommt, was wäre das für ein Ort? Schreibt mir da gerne mal eure Gedanken in die Kommentare. Ich meinte ja schon, dass noch ein bisschen mehr gemacht wurde an der Map. Es sind ein paar neue Orte dazugekommen und manche Orte wurden ein bisschen umgebaut. Und die habe ich alle mal rot umrandet. Gerade im Osten ist da auf jeden Fall viel passiert. Und das war auf jeden Fall eine Stelle auf der Karte, die sehr offen war. Und wenn da natürlich jetzt die ganzen Bäume und so weiter fehlen, dann ist das wahrscheinlich zu offen, hätte sich wahrscheinlich nicht wirklich gut gespielt. Und dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, dass da ein bisschen was dazugekommen ist. Und was wir bekommen haben, ist einmal beim Runway auf jeden Fall irgendwie so eine kleine Siedlung, die da steht. Dann wurde was bei diesem Liftgebäude gemacht. Es gibt ja diesen Lift, wo man auf Peak hochfahren kann. Da gibt es schon so ein paar Gebäude, die da immer gestanden sind. Ein paar weitere wurden da in der Nähe gebaut. Ein bisschen was wurde dann umgebaut an einigen Stellen weiter Richtung Süden. Und dann gab es zwei Änderungen auf den Bergen oben rund um Fields. Das sind jetzt so die Änderungen, die ich gesehen habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls euch noch irgendwas aufgefallen ist. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen Caldera-Änderungen und wie sich die Karte spielt mit Season 4. Ich glaube, 50% weniger Pflanzen und Büsche und Bäume darf man nicht unterschätzen. Dass so ein paar neue Orte dazugekommen sind, ist eine gute Entscheidung. Am spannendsten ist aber natürlich Storage Town. Da werde ich am Anfang ein paar Mal landen, um das alte Verdansk-Feeling irgendwie zu erwecken. Freue ich mich sehr drauf. Call of Duty hat dann außerdem das Intro zu Season 4 veröffentlicht. Also das Intro, das abgespielt wird, wenn man Season 4 das erste Mal startet. Das ist ein kleiner Cinematic-Trailer, also kein In-Game-Gameplay-Trailer. Trotzdem gibt es da so ein bisschen was Neues zu sehen, waffentechnisch. Der Trailer selber zeigt aber auf jeden Fall einfach einen Helikopter mit Gold, der in einem Wald abstürzt und dann laufen da verschiedene Soldaten, Operator, die wir natürlich schon kennen, hin und treffen sich dann dort. Einige Soldaten haben neue Waffen in der Hand, Waffen, die wir mit Season 4 bekommen. Zwei davon natürlich dann im Battle Pass mit Season 4 Start und eine davon wird dann mit einer Challenge freispielbar sein, sobald das Mid-Season-Update rauskommt oder Season 4 Reloaded. Exclusive Ace hat relativ schnell rausgefunden, was das für Waffen sind. Der hat ein gutes Auge, wie es aussieht. Die MP, die wir bekommen, ist die Frenchie LF 57.
eine italienische MP, die anscheinend so designt ist, dass man sie extrem einfach herstellen kann. Das ist so der Clou hinter der Waffe, kann man sagen. Das ist die MP, die wir bekommen. Dann bekommen wir eine LMG, die AA-52 ist das anscheinend, eine französische LMG. Und das ist eine der ersten LMGs aus Frankreich gewesen. Und als AR bekommen wir die Vahan oder die VAHAN. Das ist eine sowjetische AR, die auch Platz hat für ein Bajonett und einen Granatenwerfer. Ich bin gespannt, ob da vielleicht ausrüstungstechnisch bzw. aufsatztechnisch was dazu kommt. Und das ist eine Waffe, die einfach AK-Magazine benutzen kann und die Munition benutzen kann, damit man da nicht irgendwie groß noch andere Munition mitschleppen muss anscheinend. Das sind die drei Waffen, die uns erwarten mit Season 4, wie es aussieht. Also das ist noch nicht zu 100% bestätigt, aber danach sehen diese Waffen aktuell aus, die man im Trailer sehen kann. Es wird auf jeden Fall noch mehr veröffentlicht an Informationen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Lasst also auf jeden Fall ein Abo da, lasst eine Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.